Heute gucken wir uns in dem Video an, was ich in der letzten Spielwoche gewonnen habe. Das enthüllen wir komplett live. Also ich habe noch überhaupt keine Ahnung, was ich gewonnen habe. Also seid gespannt auf meine Reaktion gleich. Und dann gucken wir uns gleich zwei Websites an, auf denen ich mein Scouting probiere zu optimieren, wo ich Spieler suche, wo ich gucke, welche Spieler ich mir möglicherweise kaufen kann. Also seid gespannt und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal Money Mafia. Also wie ihr oben bereits sehen könnt, mit der 1 dort markiert, da dieses rappelnde Geschenk, daran können wir erkennen, ich habe einen Reward gewonnen. Und zwar eine Karte. Mal gucken, was dahinter steht. Dafür gehen wir hier einmal auf dieses Geschenk-Button drauf. Eine neue Belohnung. Ich bin gespannt. Ich probiere mich ein bisschen zurückzuschrauben, weil das letzte Mal war ich ein bisschen enttäuscht von der Karte her, weil ich den Spieler auch gar nicht kannte, als ich das erste Mal was gewonnen habe. Aber gut, ich probiere jetzt mich ein bisschen zurückzunehmen und keine großen Erwartungen haben. Jetzt gucken wir hier auf Belohnung abholen. Und es ist der Damien da Silva. Es ist ein Verteidiger, 33 Jahre alt und kommt aus Frankreich, spielt bei Olympique Lyon. Mal gucken, was wir mit dem machen können und nicht machen können. Wie ihr sehen könnt, ich bin in der Champion Europe Limited, das seht ihr hier links oben, auf den 412. Platz gekommen und damit eben berechtigt für diese Tier 3 Limited Karte. Und anhand der zwei Tools oder Website, die ich immer benutze zum Analysieren, zeige ich euch auch gleich mal, wie man hier vorgehen kann und gucken kann, was man hier für einen Spieler von welchem Kaliber bekommen hat. Wir können auch auf jeden Fall erstmal auf die Karte selbst klicken. Da sehen wir, wie er in den letzten 5 Spielen abgeschnitten hat. Da sehen wir, dass er 3 von den 5 Spielen nicht gespielt hat und in 2 Spielen aber relativ gut abgeschnitten hat. So, da können wir ja mal gucken, woran das liegt. Und zwar, wo ich da mal gerne drauf gehe, ist zuallererst erstmal auf transfermarkt.de, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Dann gehen wir es mal ins Suchfeld hier ein. Bumm, so, da haben wir ihn auch schon, Innenverteidiger. So, wir haben ihn hier. Wir sehen, dass er in der Europa League von 6 Spielen 4 bestritten hat. Und gucken mal auf die Ligue 1, da sehen wir, dass er von 24 möglichen Spielen 10 bestritten hat. Also er ist nicht Stammspieler, das ist natürlich nicht so gut erstmal. So, dann können wir auch eigentlich auch hier schon sehen, also wenn er jetzt verletzt wäre, wenn das zum Beispiel der Grund wäre, dann würde uns das hier auch irgendwo schon angezeigt werden. Das sehen wir aber tatsächlich nicht. Dann könnten wir auch einmal uns die detaillierten Leistungsdaten angucken. So, Fokus Ligue 1, weil er natürlich wahrscheinlich am meisten spielt. Und hier sehen wir auch eigentlich quasi schon, dass er definitiv kein Stammspieler ist. Hier auch einige Male durch Kartensperren ausgefallen ist und auch einfach häufig einfach gar nicht zum Zuge gekommen ist. Ist Innenverteidiger, wie gesagt. Was ich da auch gerne mache, ist einfach mal zu gucken, was macht die Mannschaft Olympique Lyon an und für sich. Also Olympique Lyon eigentlich eine aus meiner Sicht relativ gute Mannschaft. Wir können das hier auch mal sehen. Also gut unter denen auf Position 7 momentan in der Liga, aber da scheint alles relativ eng zu sein in der oberen Hälfte. Da sehen wir, die letzten Spieler, die eingesetzt wurden in der Innenverteidigerposition, waren Lukeba, Mendes und Sinali Diomande wurde eingewechselt. Da können wir uns das Feld da in dem Sinne auch mal angucken. Aus meiner Sicht tatsächlich für ihn relativ schwierig, da glaube ich, an mehr Spielzeit zu kommen, vor allem wenn die anderen Spieler auch häufiger gespielt haben. Hier haben wir auch den defensiven Mittelfeldspieler Mendes, der das letzte Mal in der Innenverteidigung gespielt hat. Also Damien da Silva scheint auf jeden Fall nicht mehr als Ergänzungsspieler zu sein. Ist mit 33 Jahren auch schon relativ alt. Ist zwar auch erst zur Saison gekommen. Also im Großen und Ganzen werde ich den Spieler wahrscheinlich nicht gebrauchen können und probiere den irgendwie, ja, zu verkaufen, zu Geld zu machen ein bisschen, was natürlich auch jetzt nicht das Allerverkehrteste ist. Und da können wir zum Beispiel auch mal gucken, das ist nämlich das zweite Tool, und zwar ist das Rare Data. Da können wir auch ganz, ganz viele coole Sachen sehen, wenn wir jetzt hier einfach mal den Namen des Spielers eingeben und dann suchen, können wir hier auf jeden Fall gucken, zu wie viel er immer ungefähr angeboten wurde. Also hier sind es 0,0068 Ethereum zum Beispiel, ja, dann kann man hier einen relativ guten Durchschnitt sehen. Wenn wir mal auf die Scores gehen,
können wir zum Beispiel auch immer gucken, wie er abgeschnitten hat. Und das ist eigentlich, na gut, mal abgesehen davon, dass er nicht so häufig spielt, das ist natürlich ein Problem, ist eigentlich immer relativ gut um die 50 rum. Also wirklich ein Großteil ist er wirklich eigentlich gut bis solide, das abschneidet. Gut, ein paar Ausreißer nach unten hat er hier, aber sehr, sehr viele Spiele, so 47 und darüber. Also das ist eigentlich schon mal ganz gut. Und hier können wir zum Beispiel auch sehen, im oberen Feld, wir haben ja eine Limited-Karte von ihm bekommen. Ja, davon sind 118 momentan draußen. Das sehen wir rechts neben seinem Namen. Und 14 Euro ist so das, was man erwarten kann. Hier werden dann auch Durchschnitte gezogen. Also der 3-Tages-Durchschnitt ist bei 0,0054 Ethereum, 7 Tage 0,0049. Also für 0,005, wie hier oben steht, kann man ja wahrscheinlich für 14 Euro ja, gut zu Geld machen. Und das werde ich auf jeden Fall auch gleich mal probieren. Aber hier seht ihr auf jeden Fall Soraya Data. Wo ich immer viel drauf eingehe, ist auf jeden Fall das Scouting, und zwar Cardfinder. Und hier können wir im Endeffekt einen Spieler suchen und finden. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt den Damian da Silva gehabt und wollen vielleicht einen anderen Innenverteidiger haben stattdessen, dann können wir hier auf Limited gehen, wenn das eine Limited-Karte sein sollte, die wir haben wollen. Also ich spiele momentan nur Limited, von daher wählen wir das mal aus. Dann können wir die Position auswählen, dann sagen wir mal Verteidiger. Dann können wir hier zum Beispiel auch sagen, in welchen Ligen soll er spielen. Also zum Beispiel Global All-Star würden alle reinfallen, aber wenn er zum Beispiel nur in der Bundesliga spielen soll oder spielberechtigt sein soll für Champion Europe oder Challenger Europe, können wir das hier auch auswählen theoretisch. Und auch die Saison, also hier sehen wir auch, Soraya geht bis auf 2018 zurück. Da habe ich aber jetzt erstmal keine Präferenz. Und wir könnten auch hier auswählen, dass es ein U23-Spieler sein soll. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Dann sagen wir hier über Cardfilters, können wir sagen, okay, der soll eine bestimmte Seriennummer haben oder in dem Bereich von einer bestimmten Seriennummer. Das ist mir eigentlich relativ egal. Über Playerfilters können wir zum Beispiel hier Namensuche eingeben. Wir können sagen, okay, der Spieler, den ich jetzt suche, also den Verteidiger, der soll auf jeden Fall in der kommenden Woche, in der kommenden Spielwoche spielen. Das kann ich hier auswählen. Hier haben wir die Woche vom 18. bis zum 22. Februar. Dann können wir hier auch das Alter auswählen. Das kann natürlich jeder immer sehen, wie er möchte, aber ich habe die Idee, das Spiel eigentlich langfristig zu spielen. Von daher gehe ich hier mal so auf 28 Jahre, damit, wenn ich einen Verteidiger habe, der 28 ist, der wird auf jeden Fall noch ein paar Jahre machen, aber zum Ende hin, wenn sie älter werden, dann ist wahrscheinlich auch die Leistung etwas gemindert. Von daher will ich auf jeden Fall noch so ein bisschen was aus ihrer Prime abhaben. Dann können wir zum Beispiel hier auch sagen, okay, wie viel soll der Punktedurchschnitt sein von den letzten 15 Spielen oder der Punktedurchschnitt der letzten 5 Spiele. Ich gehe jetzt einfach mal auf die letzten 15 ein. Und dann sagen wir zum Beispiel, okay, 50 Punkte, das ist so ein guter Wert. Da hat man dann auch eine Chance, weit zu kommen möglicherweise und vielleicht auch eine Karte in der Limited abzugreifen. Und was mir natürlich auch immer wichtig ist, ist natürlich, dass er auch spielen soll. Was wir beim Herrn das Silver momentan ja nicht so häufig haben. Und da können wir zum Beispiel hier mal relativ hoch gehen. Ich gehe mal auf 90%. Beim Innenverteidiger kann das ja durchaus mal passieren, dass der ja eine Schonungspause bekommt, was auch immer. Bei Torhütern gehe ich hier immer sehr gerne auf mindestens 90%, wenn nicht sogar höher, weil Torhüterpositionen, wie gesagt, da nimmt man schon sehr, sehr viel Geld in die Hand. Und da möchte ich natürlich dann auch, dass er spielt und nicht, dass sie dann da irgendwelche sich abwechseln oder nicht Stammkraft sind. Das wäre natürlich dann blöd, wenn man da, ja, bei Limited muss man auf jeden Fall so mit 100 bis 200 Euro auf jeden Fall für einen Torhüter rechnen, dass der nicht spielt. Das wäre natürlich echt ärgerlich. Können wir noch über Market Filter gehen, dann sagen wir zum Beispiel, okay, der Spieler soll auf jeden Fall auf Markt sein, also on Sale sein, und wir sagen, okay, für wie viel wird er gerade angeboten. Da sagen wir jetzt zum Beispiel einfach mal, wir gehen hier mal auf 0, mal gucken, ob wir dazu einen finden, zu 0,3 Ethereum. Können wir noch Order Results theoretisch was auswählen, wie das angezeigt wird, das ist mir aber auch gerade relativ egal. Und dann gehen wir auf Suche und dann kommen schon 758 Verteidiger bei raus und tatsächlich auch so namhafte Namen wie hier ja den Herrn Hakimi. Gut, 0,3 Ethereum ist natürlich auch nicht gerade wenig. Ja, aber dann sieht man hier schon mal 758 Karten und kann dann eben für das Budget, wenn man zum Beispiel 0,3
Ethereum zum Beispiel zur Verfügung hat für einen Verteidiger, kann man das dann hier schon mal relativ gut eingrenzen. Und dann werden hier die unterschiedlichsten Spieler angeboten. Und daraus gehend, wenn man zum Beispiel beim Budget ein bisschen beschränkt ist, würde ich immer empfehlen, dass man erstmal hier über so Rare Data guckt, was kann ich mir denn überhaupt leisten, bevor ich dann irgendwie erstmal groß rumkaufe. Und dann kann man eben für die bestimmten Positionen einfach versuchen. Ich habe jetzt einfach mal beispielsweise die Verteidiger gemacht. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, wenn ihr über die Limited einsteigen wollt, ist auf jeden Fall, dass ihr erstmal guckt, wie teuer wird euer Torwart. Ja, und wenn ihr einen Torwart habt, das ist auf jeden Fall schon mal ja, mit einer der wichtigsten Positionen, die ihr hier einfach besetzen müsst, die definitiv auf jeden Fall am meisten Geld kosten wird. Wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Torwart bekommt für, ich sag mal, ungefähr 150, 100 Euro, für die anderen vier Positionen, die ihr dann noch besetzen müsst, könnt ihr eigentlich den gleichen Wert ansetzen, dass ihr dann relativ gute oder gute Spieler einfach bekommt. Aber so müsstet ihr theoretisch an dieses Spiel rangehen. Genau. Die Sachen wollte ich euch einfach erstmal zeigen, dass ihr so Rare Data kennt. Transfermarkt ist, denke ich mal, jedem Fußballfan ein Begriff und wie man da einfach an dieses Thema rangehen könnt. Wenn euch das gefallen hat, dass ihr live bei der Enthüllung meiner Rewards dabei wart, dann lasst es mich auf jeden Fall gerne unten in den Kommentaren wissen. Wenn ihr auch mehr Fragen zu Rare Data habt oder zur Analyse oder zu Strategien, wie man bei Rare vorgehen kann oder wie man mit wenig Aufwand zum Beispiel die besten Spieler oder die beste Mannschaft zusammenstellt, dann lasst es mich auch das gerne in den Kommentaren wissen. Ich lasse euch auch unten meinen Affiliate-Link zur Plattform da. Wenn ihr euch unter dem anmeldet und 5 Karten in der Auktion ersteigert, bekommt ihr eine extra Karte gratis und ich auch. Das ist auf jeden Fall gut für euch und würde mich auch riesig freuen. Wenn ihr es nicht über meinen Link macht, dann guckt aber, dass ihr auf jeden Fall von irgendjemandem den Link holt, weil diese eine Karte, die ihr umsonst dazu bekommt, das kann wirklich jede limitierte Karte sein. Es könnte auch ein Mbappé sein oder was auch immer, aber das solltet ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Von daher, mich würde es auf jeden Fall riesig freuen und es würde die Arbeit hier auf dem Kanal unterstützen, wenn ihr meinen Link nutzt. Und dann lasse ich euch hier noch meine Videoempfehlung für euch einblenden. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.